Ein Stalker im Wald. Hatte beschlossen, zu dem größten Wald meines Landes zu fahren, in der Hoffnung, wieder mit der Natur in Berührung zu kommen. Musste mal den Kopf frei kriegen. Ich habe bei dem örtlichen Forstamt nachgefragt, wo man am besten einen schnellen Spaziergang abseits der Hauptwege machen kann. Und wurde zu einem malerischen Fleck ein Stück die Straße hinunter verwiesen. Kein Empfang. Angesichts des blauen Himmels, den wir in dem Vereinigten Königreich so selten erleben, war ich froh, den spontanen Ausflug angetreten zu haben. Und als ich weiter den Weg entlang lief, sah ich zu meiner Rechten eine Lichtung zwischen den Bäumen. Da ich vorhatte, der Natur näher zu kommen, wagte ich mich in den Wald abseits des ausgetretenen Pfades. Es war fantastisch. Ich erkundete die Gegend, lauschte den Vögeln, die sich im Sturzflug von Ast zu Ast bewegten. Gute 5 Minuten lang befand ich mich sogar in einem Zustand der Besinnung. Bis ich etwas hörte, das klang, als würden 2 Tiere miteinander kämpfen. Ich nahm an, dass es nur Füchse wären und ging weiter. Unerwarteterweise erreichte ich einen Sandweg, als ich zwischen den Bäumen hervortrat, aber beschloss, ein Stück darauf weiterzulaufen, während ich nach dem Zugang in den Wald auf der anderen Seite des Weges Ausschau hielt. Doch als ich mich umsah, entdeckte ich einen BH, der von einem Strauch an der Straße herunterhing. Mir ist schon klar, dass Leute aus allen möglichen Gründen in den Wald gehen, aber das ließ mich dennoch ein wenig nervös werden. Dann drehte ich mich um und hörte ein Elektroauto, das mir auf dem Weg entgegenkam. Als ich es bemerkt hatte, war es weniger als 300 Meter entfernt. Mein Instinkt riet mir, mich zu verstecken oder einfach zu vermeiden, gesehen zu werden. Doch es war keine Zeit mehr, deshalb nickte ich ihm nur freundlich zu, als er an mir vorbeifuhr, und ging weiter in die entgegengesetzte Richtung. Er parkte hinter mir, gerade außer Sicht. Ich verließ den Weg, mit der Absicht, meine Entdeckungstour fortzusetzen, aber als ich für einen Moment das Auto sah, das eine 180-Grad-Wendung hinlegte und dann erneut parkte, zeigte mir etwas, dass ich besser umdrehen und den Weg zurückgehen sollte, den ich gekommen war. Als ich zurück zu dem Weg ging, entdeckte ich den Mann in einem weißen T-Shirt hinter dem Busch, von dem der BH hing. Er war unterwegs in die Richtung, aus der ich gerade kam. Ich überquerte den Weg und lief wieder in den Wald, von dem aus ich auf den Sandweg gelangt war. Nachdem ich etwas tiefer gegangen war, drehte ich mich herum, um nachzusehen, ob der Mann weiter in die entgegengesetzte Richtung lief. Aber das tat er nicht. Stattdessen sah ich, dass er ebenfalls den Weg überquert hat und jetzt in den Bereich des Waldes geht, wo ich hineingegangen bin. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass ich verfolgt werde. Es konnte unmöglich sein, dass er zufällig erst den einen Weg eingeschlagen hat und dann umgedreht ist, um in den Teil des Waldes zu gehen, wo ich hineingegangen bin. Dennoch lief ich zügig weiter, anstatt zu rennen. Mit meiner körperlichen Gesundheit ist es nicht gerade zum Besten bestellt. Meine Knie und Knöchel sind schwach. Daher könnte sich Eile für mich nachteilig auswirken, besonders weil ich nach wie vor mein Auto erreichen und fortfahren musste. Während ich weiterlief, folgte er mir beständig. Ich verfluchte mein Pech, als ich mich zu dem Ende dieses Teils des Waldes durchschlug, geradewegs zu dem Pfad, der sich dort jenseits einer großen Wiese und Büschen befand. Aber dann sah ich mich um und konnte den Mann nicht sehen. Ich habe länger dort gestanden, als gut gewesen wäre, den Blick über die Bäume schweifen lassen und aufmerksam gelauscht. Aber ich hörte und sah nichts. Schließlich erreichte ich den Pfad und war einigermaßen erleichtert, drehte mich noch ein letztes Mal um und sah zu dem Waldrand zurück. Als ich sah, dass der Mann nicht da war, überlegte ich, ob ich mir vielleicht unnötig Sorgen über die Situation gemacht habe.
Doch genau in dem Moment, als mir diese Gedanken durch den Kopf gingen, tauchte der Mann auf der gegenüberliegenden Seite, von wo er vorhin war, auf. Am Waldrand. Er starrte mich einfach nur an. Aber ich hatte definitiv nicht vor, noch irgendwelche Risiken einzugehen. Deshalb ging ich den Weg entlang zurück zu meinem Auto und ich beeilte mich, aus dieser Gegend rauszukommen. Denn ich wusste, dass er dieselbe schmale Landstraße würde entlangfahren müssen. Ich habe dem Forstamt von dem Mann berichtet, aber sie konnten nicht wirklich etwas deswegen tun und das war's dann. Als ich am Waldrand angehalten hatte, war von ihm nichts zu sehen gewesen. Um dort, wo er aufgetaucht ist, rauszukommen, muss er sich aus einer anderen Ecke genähert haben, eine Ecke, die ich zugegebenermaßen nicht im Blick hatte. Aber ich bin froh, dass ich nicht weiter in den Wald gelaufen bin. Ich bin froh, dass ich auf mein Gefühl gehört habe. Denn ansonsten hätte der einzige Weg zurück an ihm vorbeigeführt. Und wer weiß, was er vorhatte. Gruseliger Typ in einem Maislabyrinth. Also, das hat sich vor etwa 10 Jahren ereignet, als ich an der Highschool war. Meine Freundin und ich sind zu dem örtlichen Maislabyrinth gegangen, wie wir es jeden Herbst taten. Es war wahrscheinlich eine Woche vor Halloween. An diesem Ort gab es ein großes, gewöhnliches Maislabyrinth und dann noch ein kleineres mit einem Spukhaus. Ich liebe unheimliche Filme, aber bin noch nie mit Spukhäusern klargekommen. Deshalb haben wir nur Tickets für das gewöhnliche Maislabyrinth gekauft. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir darin auf der Suche nach dem Ausgang umhergelaufen sind, aber dann plötzlich bogen wir um eine Ecke und dort lag ein Mann, vielleicht in seinen 20ern, zusammengerollt wie ein Embryo. Wir näherten uns langsam und meine Freundin Sarah rief ihm zu und fragte, ob er okay sei. Da sprang er blitzschnell auf. Dabei konnten wir sein Gesicht sehen. Es war ganz weiß angemalt mit schwarzen Ringen um seine Augen und der Mund schwarz umrandet wie ein gruseliger Clown. Und dann begann er uns zu jagen. Ich habe komplett die Nerven verloren, drehte mich kreischend um und habe mir tatsächlich ein bisschen in die Hose gepinkelt. Das war nicht das Spuklabyrinth. Es sollte ja eigentlich niemanden geben, der sich unerwartet auf dich stürzt. Wir schrien und rannten durch das Labyrinth, um zu entkommen. Er rannte nur etwa eine Minute hinter uns her und verschwand schließlich. Ich weiß nicht, ob er umgekehrt ist oder ob wir ihn abgehängt haben. Wir fanden den Ausgang, gingen zu dem Ticketschalter und erzählten dort alles. Sie meinten, dass es garantiert niemand ihrer Schauspieler gewesen war und dass sie selbst einmal nachsehen würden. Und das ist das Ende der Geschichte. Wir sind einfach gegangen. Ich glaube nicht, dass ich begriffen habe, wie gefährlich diese Situation war. Ein Erwachsener mit angemaltem Gesicht, der junge Mädchen durch ein Maislabyrinth jagt, in dem du dich leicht verirren kannst. Ich habe das Gefühl, dass uns alles Mögliche hätte passieren können und dass wir Glück hatten, dass es nicht so war. Gruselige Begegnung mit einem Van. Das ist 2020 passiert. Ich bin weiblich und war damals 19. Meine Mom hat als Bäckerin gearbeitet und brauchte gerade Schokolade für eine Verzierung. Da meine Geschwister schon schliefen, bat meine Mom mich, Schokolade aus einem der nahegelegenen Geschäfte zu holen. Weil die sich in unmittelbarer Nähe befanden, dachte ich, dass ich einfach hinlaufen würde. Die meisten Geschäfte, zu denen ich ging, hatten wegen eines Streiks geschlossen. Unglücklicherweise war mir das nicht klar gewesen. Und die geöffneten Geschäfte hatten die Sorte Schokolade, die meine Mom wollte, nicht im Sortiment. Durch den Streik wirkte der Ort wie eine Geisterstadt. Keine Menschenseele in Sicht.
Ich war fest entschlossen, diese Schokolade zu bekommen und lief deshalb noch ein wenig umher, aber hatte weiterhin kein Glück. Schließlich beschloss ich, zurück nach Hause zu gehen. Ich konnte entweder einen langen Weg oder einen kurzen nehmen. Da der kurze Weg über das Grundstück der Nachbarn führt, entschied ich mich für den langen Weg. Hauptsächlich, weil ich ihnen keine Unannehmlichkeiten bereiten wollte. Während ich lief, fuhr ein Van mit zwei Männern an mir vorbei und hielt mitten auf der Straße, wenige Meter vor mir. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht, denn ich vermutete, dass sie sich möglicherweise verfahren hatten und überlegten, wo sie lang mussten. Plötzlich streckte der Mann auf dem Beifahrersitz den Kopf aus dem Fenster, drehte sich um, sah mich an. Sein Blick bewegte sich dabei so, dass er mich von Kopf bis Fuß musterte. Dann grinste er mir auf gruselige Weise zu und setzte sich wieder zurück. Ich dachte sofort, warum hat er mich so komisch angesehen? Aber weil es so harmlos schien, tat ich es ab und ging weiter. Auf der Rückseite hatte der Van ein großes Fenster, durch das ich sehen konnte, wie die beiden Männer direkt nach dieser unheimlichen Geste miteinander sprachen. Gerade als ich fast auf einer Höhe mit der Rückseite des Vans war, tat der Fahrer exakt das Gleiche wie der Typ auf dem Beifahrersitz. Er streckte den Kopf nach draußen, drehte sich zu mir um, sah mich an und setzte sich wieder zurück. Die ganze Zeit gruselig grinsend. Und das ist der Moment, in dem bei mir die Alarmglocken angingen und ich machte, dass ich von dort wegkam. Glücklicherweise hat sich das alles direkt neben dem Weg abgespielt, auf dem ich am schnellsten nach Hause komme. Ich schlug sofort eine andere Richtung ein und lief zu dem kurzen Weg, was ein schmaler Pfad war. Sobald die beiden bemerkten, dass ich einen anderen Weg genommen hatte, rasten sie davon. Ich war ziemlich durch den Wind. Besonders wegen der Tatsache, dass sie so schnell davongefahren sind, gerade als ich den Pfad betreten habe. Ich bin nicht sicher, was sie mit mir tun wollten. Aber da die Gegend relativ verlassen wirkte, wäre ich als dünne Person ein leichtes Opfer für eine Entführung oder Schlimmeres gewesen. Ich werde niemals vergessen, wie die beiden mich angesehen haben. Wie ein Raubtier, das seine Beute fixiert. Ein unerwarteter Besuch. Eine Kollegin meiner Mutter hat ihr diese Geschichte erzählt und ich habe direkt eine Gänsehaut bekommen, als ich das hörte. Die Kollegin meiner Mutter wohnt alleine. Sie lebt in keiner Partnerschaft und ohne Eltern oder Kinder. Nur ein Hund, der ihr Gesellschaft leistet. Aber jedes Jahr in den Sommerferien lädt sie die Kinder ihrer Schwester ein, damit sie einen Abend bei ihr verbringen. Sie schauen dann Filme, spielen Spiele und essen Süßigkeiten. Die Kinder lieben das total. Da sie alleine lebt, hat sie nur ein Schlafzimmer. Wenn die Kinder bei ihr übernachten, dann überlässt sie ihnen dieses Zimmer und schläft selbst unten auf der Couch. Letzten Sommer waren die Kinder wie gewöhnlich über Nacht zu Besuch. Es war lustig und sie hatte die Kinder gerade in ihrem Schlafzimmer ins Bett gebracht. Müde, aber zufrieden ließ sie sich auf ihre Couch fallen und ist bald darauf eingeschlafen. Gegen 3 Uhr nachts wurde sie von dem aufgeregten Bellen ihres Hundes geweckt. Das war ziemlich seltsam, denn ihr Hund bellt nie in der Nacht. Im Halbschlaf stand sie von der Couch auf und ging rüber zu ihrem Hund, um nachzusehen, was los war. Sie beugt sich runter, um den Hund zu streicheln und meint, »Hey, was ist los, Kumpel?« Als sie das sagt, hört sie, wie jemand hinter ihr in der Dunkelheit antwortet. »Ich weiß auch nicht.« Sie schrie auf und rannte sofort nach oben, um sich und die Kinder im Schlafzimmer einzuschließen und die Polizei zu rufen. Letzten Endes stellte sich heraus, dass es nur ein betrunkener Mann war, der in das falsche Haus gelaufen war. Aber, Junge, ich hätte mir in die Hose gemacht, wenn mir das passiert wäre.